So, hallo meine Freunde, was geht ab? Heute wieder mit Christian. Stell dich noch einmal vor für die Leute, die dich noch nicht kennen. Hallo, ich bin Christian Blom, bin MMA-Trainer und habe auch einen eigenen Kanal auf YouTube. Einfach MMA, da erkläre ich MMA-Techniken, alles, was euch besser macht beim MMA. Jawohl, perfekt. Wir werden jetzt öfter zusammenarbeiten, wie bereits erwähnt. Heute geht es wieder um eine Ringertechnik, heute eher aus dem Freistilbereich. Für jeden MMA-Kämpfer 100% anwendbar. Ich zeige euch kurz, worum es geht. Wir sprechen von einem Single-Leg-Angriff. Wie finde ich den am besten? Was ist einer meiner liebsten Varianten? So, wir gehen jetzt aber von dem Fall aus, dass ich hier vorbereitet habe mit Jab oder ähnlichem und bin jetzt hier drin, hopp, ich bin im Single Leg und habe den Kopf draußen. Ich persönlich bin Fan davon, den Kopf nach innen zu bringen. Das heißt, ich gebe hier einen kleinen Druck mit der Schulter, ich bewege ihn hier kurz, hopp, und bringe meinen Kopf nach innen. Worauf ihr wirklich achten müsst, ist, dass ihr den Kopf, egal ob innen oder außen, zum Körper des Gegners bewegt. Niemals so eine Geschichten, weil da bringt, genau, das spielt ihr eben in die Karten. Egal ob hier oder hier, ihr wollt euch zum Gegner bewegen. Entweder da lang oder hier lang. So, was ich jetzt versuche, ist diesen Schritt rückwärts zu machen. Ich habe hier das Bein relativ eng geklemmt, meine Beine gehen zusammen und ich bin hier drin. Ich kann das natürlich jetzt bestimmen, wann macht er seine Schritte. Wenn ich mich nach hinten bewege, ich sehe, wann setzt er auf. Hopp. Selbe, wenn ich vorwärts gehe, hopp. Ich bestimme seine Bewegungsrichtung. Für mich ist es ein leichtes vorherzuschauen, wann dieses Bein aufsetzt. Und er hat nur dieses Bein. Jetzt achten wir darauf, in dem Moment, wenn ich mich nach hinten bewege, hopp, kommt er dieser Schritt. Von hier aus werde ich jetzt mit meinem linken Bein aussteigen. Hopp. Ich steige hier aus und überführe von, ich war ja hier, überführe von hier, vom Kniebereich, Richtung Ferse. Jetzt geht dieser Arm hoch und ich gehe tief. Strecke mein rechtes Bein, was jetzt hier in der Innenseite war, Richtung sein Knie und komme von hier aus explosiv. Ich komme aus den Beinen und hier ist ein Zug. Hier wird gezogen, ja, geschoben quasi, und hier wird gezogen. Hopp. Und hole den Takedown. So, nochmal selbe Situation. Hopp, ich gehe jetzt hier rein in den Takedown, bin außen. Kurzer Druck mit der Schulter, Kopf richtig positionieren. Von hier aus, ihr könnt euch das ja beliebig legen, wie ihr wollt. Ihr könnt vorne Druck machen, links, rechts. Versucht ihn auszubalancieren. Ihr gebt hier den Ton an. Jetzt gehe ich wieder nach hinten und warte auf den Moment, dass er springt und absetzt. Steige ich mit meinem linken Bein, was er hier hinter meiner Wade hat, steige ich aus. Hopp. Mein linker Arm geht Richtung Ferse. Hier bin ich immer noch drauf. Hab immer noch einen Druck drauf. Rechts geht hier durch. Links geht hoch und jetzt steht hier in dieser Sprinterposition quasi. Ihr müsst euch vorstellen, als würdet ihr wie Usain Bolt oder wie heißen die alle, durch die durch wollen. Von hier aus kommt der Zug kurz über dem Knie, hier wird nach oben gezogen und dann geht es geradeaus. Hopp. Takedown. Und das war eine Variante des Single Leg Takedowns. Finishen kann man den in so vielen Wegen. So. Zweite Variante, wie finisht man einen Single-Leg-Takedown? Grundsätzlich müsst ihr immer wissen, Erfolg gibt euch recht. Wenn ihr den runterbekommt, habt ihr immer recht. Aber es gibt halt viele Wege für nach oben. Und deswegen zeige ich euch heute eine zweite Variante, die ich auch relativ cool finde. Und da zeige ich euch auch genau, worauf es ankommt, weil die nicht immer anwendbar ist. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Wir sind jetzt wieder hier drin. Ich habe den Single-Leg geshootet und überlege mir jetzt, wie bringe ich ihn runter? Wir alle kennen diesen klassischen Takedown, den einem jeder beibringt. Kopf hier in die Innenseite und versuchen so runterzubringen. Es funktioniert, aber ich bin ehrlich mit euch, jeder kennt den und es ist sehr, sehr schwer, den an den Mann zu bringen. Also das muss schon, Timing muss passen, Kraft muss passen, muss man schon ganz genau drin haben. Was für mich auch eine coole Variante ist, die für mich nur funktioniert, wenn er jetzt sein Bein relativ nah an mir dran hat. Wenn er jetzt dieses Bein ein bisschen weiter weg hätte, jetzt schon schwieriger für mich. Ich versuche hier, wie gerade eben in der Variante, ihn zu locken. Ich will ihn hier ziehen, hopp, dass er wieder diesen Schritt macht. Und sobald er diesen Schritt macht, hopp, ist für mich eigentlich ein simpler Punkt zum Angreifen sein Knöchel. Er hat nur dieses eine Bein. Von hier aus, ich bin ja relativ eng dran, habe hier wieder meine Beine geschlossen, von hier aus rutsche ich runter, hopp, Richtung Knöchel und mache den hier unten lang eng. Hopp. Und greife tief fürs Knöchel, für,
für den Knöchel an. Ist eine relativ simple Variante. Und wenn man das genau in dem Moment timet, wo er sein Bein aufsetzt, hopp, funktioniert immer. Passt bitte darauf auf, dass ihr eurem Partner jetzt zum Üben nicht ins Knie reinschießt. Das ist absolut nicht Sinn und Zweck vom Ganzen. Wir sind hier drin, wir bewegen den ein Stück zurück und von hier aus gehen wir wirklich tief. Hier, hopp. Wir schließen hier die Arme. Ihr könnt die hier ganz normal so eng zumachen. Ihr gebt Druck auf das Fußgelenk, schiebt ihn da lang über, ist ein simples Ding. Von da aus könnt ihr hochrutschen, könnt Kontrolle holen, wie auch immer, so euch überlassen. Aber da ist wirklich ein Takedown garantiert, wenn er dieses Bein sehr, sehr nah ransetzt. Wenn ich jetzt merke, der hat sein Bein hier so weit vorne wie ich in dem Fall, ist das eine Option, die kann er jederzeit machen. Macht er aber hier so eine Geschichte, dass er weiter weg steht und sich hart auf mich abstützt oder was auch immer, oder er bringt, wie wir gelernt haben, hier diese Verteidigung rein, dann funktioniert das Ding nicht. Weil er stemmt sich quasi jetzt gerade in diese Richtung. Das ist eine ganz schwere Nummer. Das funktioniert nicht. Funktioniert eher, wenn er so steht. So schon wieder gar nicht. Hier ist er stark und stemmt in diese Richtung. Hier lang, knackt er hier lang ab. Und das ist einfach so eine Grundmechanik auch. Wenn man hier lang abbeugt, ist ein safes Ding. Aber hier lang, auf keinen Fall. Hier stehe ich so stabil, deswegen muss er versuchen, mich auszubalancieren, indem er mich nach hinten zieht. Genau, hopp. Und das ist genau der Moment, wo er reingeht. Mach mal bitte einmal nochmal. Ich stehe hier, hopp. Genau. Und wenn er jetzt nur einen Druck nach vorne gibt und Richtung Knöchel geht, ja, hopp, falle ich. Das ist einfach ein simples Ding. Man muss halt auch ein bisschen verstehen, wie funktioniert das? Wo ist der Gegner stabil? Wie hat er einen stabilen Stand? Ob so oder so, was auch immer. Da müsst ihr ein bisschen Gefühl für entwickeln. Und grundsätzlich so eine Geschichte nach innen super leicht umzusetzen. Versucht es einfach mal, gebt dem Ganzen eine Chance. Drillt das Ganze, schickt mir auch Videos, wie ihr es macht. Wenn es klappt, würde ich mich auf jeden Fall super freuen. Und bis zum nächsten Mal.